Wir sind gerade nach Hause gekommen zu einer Riesenmisere. Wunderschönen guten Morgen und Hello. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, wir sind wieder im Sportmut. Ich bin überhaupt nicht im Sportmut, ey, das labere ich. Ich habe überhaupt keinen Bock. Ich habe wirklich keinen Bock. Nein, und dann auch noch Beine. Ja, also wir machen jetzt auf jeden Fall Sport, aber ich habe eigentlich echt keinen Bock. Heute Morgen sind wir auch überhaupt nicht aus dem Bett gekommen irgendwie. Es war schwierig, aber ich muss sagen, ich habe nur keine Lust, weil du es die ganze Zeit heute sagst. Auf Sport? Ja. Bei mir ist es schon, ich mache es ja jetzt regelmäßig echt seit... Ja, ich auch. Ja. Eine ganze Weile. Ja, aber du machst immer andere Sachen. Aber ich mache die Workouts. Ich bin süchtig nach den Workouts. Es macht mir Spaß. So, und jetzt wird auch nicht mehr gejammert. Jetzt leg mal los. Jetzt leg mal abartig los. Wir legen abartig los. Mine ist auch absolut im Trainingsmode, gell? Läuft bei dir. Mine hat dein Workout beendet. Jetzt müssen wir dich leider wegschieben. So, weil da machen wir jetzt Sport. Ja, nach dem Sport erstmal was zu essen und ich habe uns heute mal was ganz anderes gemacht und zwar Linsen. Ich habe rote Linsen gekocht tatsächlich, weil ich gerade so ein bisschen die App Daily Dozen verfolge. Und da drin sollte man dreimal am Tag Linsen oder eben Bohnen und so ein Krams zu sich nehmen. Und das fand ich relativ schwierig, weil Frühstück eben ausgefallen ist und dann wäre es höchstens Mittag und Abendessen gewesen und dann hat man trotzdem nur zwei Portionen. Und deswegen wollte ich mal ausprobieren, wie es ist, Linsen zu frühstücken. Das schmeckt krank speziell, aber voll geil. Ne? Also, ich werde es auch gleich probieren. Ich habe noch Orange mit reingeschnitten und habe das Ganze halt so ein bisschen mit Muskatnussgewürz und diesem Sesammus und mit Kokosblütensirup. Und dann sind noch Nüsse drin und Cranberries und Leinsamen. Wir sind... Stimmt denn alles mit der Einstellung? Ja, ich glaube. Wir sind auf der Fahrt nach Karlsruhe und zwar müssen wir wieder auf eine Beerdigung. Das hat sogar auch so schwarz angezogen. Und heute fährt Marie. Yay. Und ich sitze mal neben dran, weil ich schneide das Video für meinen Kanal. Und, ah ja, genau, das habt ihr gestern schon gesehen. Wenn nicht, dann schaut gerne vorbei, da freue ich mich natürlich. Wow, es ist echt laut und da vorne ist Polizei, Schatz. Ja, deswegen bremse ich einfach auf diese Spur. Sehr vorbildlich, sehr vorbildlich. Ja, ich schneide das Video hier. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Also Voice-Over werde ich wahrscheinlich nicht machen können hier im Auto. Das ist ein bisschen zu krass, glaube ich. Das mache ich dann nachher. Wir besuchen noch Marie, ihre Mama, und dann mache ich das dort. Wir haben uns eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Mittlerweile ist 19:30 Uhr. Aber logischerweise konnten wir auf der Beerdigung natürlich nicht vloggen. Und jetzt treffen wir uns mit Vanya und Olli und gehen essen. Wir sind immer noch in Karlsruhe. Zu My Heart Beats Vegan. Das habe ich nämlich schon immer in Manjas Insta-Story gesehen und bin jetzt mal sehr gespannt. Ich auch. Wir haben vorhin auf der Internet-Speisekarte schon geguckt, was da alles gibt. Und es gibt irgendwie Burger und Pasta und Gnocchis. Und ja, mega geile Sachen auf jeden Fall. Ich freue mich auch riesig. Ja. Das ist schweinekalt. Als nächstes dürft ihr jetzt mal Essen sehen, würde ich sagen. Ja. Essen ist da und so läuft es übrigens. Ah, jetzt willst du gar nicht mehr. So hier real life, ne? Richtig. Das sind meine Nudeln in Weißwein. Penne à la Parisienne. Das sind so Dinkelnudeln. Ich glaube Vollkorn. Okay. Vollkornpenne in Steinpilz-Weißweinsoße mit gebratenen Champignons, Lauchzwiebeln und frischer Petersilie. Kannst du bitte nochmal das Hand? Dankeschön. Danke. Und schaut mal, das ist auch richtig geil. Das sind Pommes mit Sour Cream und Croutons obendrauf. Das habe ich noch nie auch gesehen. Sehr crazy aus. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Neuer Tag, wir sind wieder da. Ich habe gestern Abend noch
war bis um 14:45 mein Video hier geschnitten. Es gab irgendwie echt ein paar Probleme. Es war richtig blöd. Weil bei Mac ist es immer so, dass irgendwann der Speicher voll ist. Beim Videoschneiden vor allem. Da kann man irgendwie so 5-6 Projekte offen haben. Und dann muss man wieder die ganzen Projekte löschen, damit man mehr Platz hat. Und ich habe das dann gemacht. Und dann ist irgendwie die Musik aus dem eigentlich schon fertig geschnittenen Video rausgefallen. Dann musste ich alles nochmal die Musik wieder neu runterladen. Und die Katzen drehen durch. Und ich sag's euch, ich saß da noch ewig da, nur mit irgendwelcher Arbeit, die nichts bringt eigentlich, weil es war eigentlich schon fertig und dann musste ich es nochmal. Naja, das Video ist jetzt gerade online gegangen. Ich hoffe, es hat alles geklappt. Wir schauen nochmal kurz und aktualisieren. Ja, es ist online. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, und du? Oh, so rum. Ja, hallo. Soll ich das mal nehmen? Ja. Ich koche da hinten gerade das Frühstück. Ich zeige euch das mal. Once again gibt es bei uns nämlich heute wieder rote Linsen, weil wir das gestern richtig lecker fanden. Die müssen jetzt noch ein bisschen köcheln, bis das Wasser einigermaßen verschwunden ist. Und dann werde ich die wieder irgendwie süßen und würzen und so weiter. Hier habe ich schon getrocknete Feigen geschnitten und Orange geschnitten. Dann habe ich hier außerdem noch die Cranberries bereitstehen und die Leinsamen und auch ein bisschen Bierhefe, die noch reinkommt. Und ja, dann gibt das das Frühstück. So. Samstagmorgen, beziehungsweise nicht mehr morgen, es ist mittlerweile schon 11:30 oder so. Aber jetzt rasiere ich mich mal. Irgendwie unter der Woche habe ich immer nicht Bock, das zu machen, weil es dauert einfach echt immer eine Weile. Und das mache ich jetzt und ich habe so, diese, ihr kennt den ja, diesen geilen Umhang, Vorhang da. Also der ist echt so geil, damit habe ich nie mehr Bräue. Gell, Schatz, der Vorhang ist gut, den ich auf meinen Hals. Was? Ihr hört's ja. Keine Haare nämlich mehr hier verstreut im Bad. Toll, der Rechner hier zum Friseur. Kein Deadlift. Hallo Mimi. Ah ja, okay. Mhm. Ist klar. Was ich euch außerdem auch noch zeigen wollte, ich habe endlich mal meinen Schmuck hier eingeräumt. Hier, das übrigens nicht beachten, da liegt noch so ein bisschen unsortiert Kram rum. Aber der Schrank hat ja auch diese beiden Schmuckelemente. Und ich finde, das sieht echt schön aus, weil so hat man einen viel besseren Überblick über was man so hat. Wer klingelt? Hello, friends. Ich bin hier in meinem Zimmer. Und die Lampen stehen und so weiter. Ich habe nämlich gerade eben ein Video gedreht. Das wird es am Dienstag geben auf meinem Kanal. Zu einem Thema, was ihr hier auf dem Vlog-Kanal sehr oft angefragt habt. Ja, und deswegen habe ich einen Schminktalk gedreht. Und den gibt es am Dienstag. Ja, es hat was mit Pille absetzen und Co. zu tun. Yes! Und jetzt schreibe ich das Konzept für ein zweites Video, was ich auch noch drehen werde, für den Nivea-Kanal. Und dann gehen wir einkaufen. Und dann kochen wir. Und Alex macht sich, glaube ich, gerade Gedanken wegen dem Bett. Weil wir ja immer noch überlegen, wie wir das mit dem Bett lösen. Ob wir das jetzt selber machen oder ob wir jetzt kaufen oder irgendwie... Wir wissen es immer noch nicht so ganz genau. Das filmt nicht, jetzt filmt. So, jetzt Shopping, Food-Shopping-Time. Ich habe jetzt mein Video noch gedreht und... Jetzt gehen wir Essen einkaufen. Ja. AKA mein neues Hobby. Macht aber auch Spaß. Aber ist also. Also das meinst du ernst, oder? Ja, das meinte ich diesmal ernst. Gleich zum Putzen. Und den Sack nehmen wir auch noch mit. Das sind nämlich alte Kleider. Die kommen in Altkleidersack. Alte Kleider meinen wir wirklich alte Kleider. Ja, das sind Klamotten. Kleider, die ich irgendwann mit 14 auch noch hatte. Ich habe ja. Mit unserem neuen Schrank haben wir mal ein bisschen aussortiert. So, los geht's. Ah. Warte, dann tue ich das hier rein. Und die Kamera auch. Juppa. Hol die Kiste raus. Kiste. Nee, ist noch offen. Hallo. So eine, was ist das? Das ist so eine... Eine Wurzel Norden. Auch. Mhm. Ist das nicht Wasserkastanie oder so? Keine Ahnung. Das ist verrückt. Genau. Habe ich noch nie gesehen. Leute, wir sind gerade nach Hause gekommen zu einer Riesenmisere. Und dieser
Gott. Also der Spiegel ist völlig am Sack. Der lag nämlich gerade eben hier auf dem Boden. Der gute Staubsaugerroboter hat die Lichterkette eingesaugt, die da oben drauf lag, die dann wohl bis auf den Boden hang, weil wir den Spiegel vor allem bewegt haben. Ja. Und dann hat es den Spiegel umgefeuert. Ja, also der Staubsaugerroboter hat den Spiegel tatsächlich zu Fall gebracht. Das ist auch ganz... Naja, also es war eher die Lichterkette. Du darfst da nicht so viel durch, da müssen viele Scherben. Und wisst ihr, was das ganz Verrückte war? Heute Mittag habe ich noch zu Marie gesagt, ey Schatz, wir müssen den jetzt mal aufhängen und sowas. Und ja, und deswegen haben wir ihn halt bewegt, weil du ihn deswegen hochgehoben hast. Und dann hängt wahrscheinlich die Lichterkette halt so ein Stück runter und dann, ach. Der schöne Spiegel, so ein Scheiß. Aber ich glaube mit IKEA Family Card habe ich den gekauft. Aber... Ja. Das ist schon eine Weile her, gell? Guck mal, so habe ich keinen Kopf mehr, seht ihr es? Vor allem, was soll das bringen? Naja, dann kriegst du es ersetzt. Wenn du mit IKEA Family Card kaufst, aber ich weiß nicht für wie lang. Ich glaube, das ist schon vorbei. So, nachdem wir jetzt alle Scherben aufgesaugt haben, werden wir jetzt anfangen zu kochen. Und zwar gibt es eine vegane Fond. So heißt es, glaube ich, oder? So eine indonesische. Ist Indonesien? Vietnamesisch. Indonesisch und Vietnamesisch verwechsel ich irgendwie immer, also keine Ahnung, was da los ist. Auf jeden Fall, und dann dazu gibt es noch einen Spinatsalat, den haben wir in diesem Sushi-Restaurant gegessen oder haben wir da schon oft geholt und den wollen wir auch selber mal ausprobieren. Und dann machen wir auch noch einen Mangosalat. Ja. Wow, ganz schön krasses Programm noch für 10 nach 8. Okay. Ich bringe jetzt die Suppe. Machst du die Suppe und ich kümmere mich um die Salate, okay? Die sind doch alle weg eigentlich. Ich wusste nicht wohin. Ich habe gedacht, die lagern wir jetzt erstmal einfach da drauf. Ja, oder wir tun es vielleicht in den Obstkorb, den wir haben. Ja. Also eigentlich nimmt man für diesen Salat frischen Spinat, aber es geht anscheinend auch mit tiefgekühlten, weil frischer gab es irgendwie nicht so richtig viel. Was ist los? Was guckst du so? Wenn du, wieso du mit einer Hand das so machst. Guck mal, was du hier veranstaltet hast. Ist halt lässig. Spinat ist bis auf den lässig. Boden runter. Ja, auf jeden Fall koche ich den jetzt auf mit ein bisschen Salzwasser und dann gießt man das Wasser wieder ab und dann kommt noch Sesam und diese Sesampaste, dieses Tahin, wie auch immer man es ausspricht, und mit ein bisschen Sojasauce und ein bisschen Zucker noch und dann soll das ganz gut schmecken. Also, oh Scheiße. Okay, ich höre lieber auf zu filmen. Während der Spinat jetzt da drüben kocht, schneide ich noch die Mango, denn es gibt einen Mangosalat dazu. Wo ist das? Ja, das Messer und dann brauche ich noch einen Schäler. Ah, da. Heute mache ich zum ersten Mal was, was ich bisher noch nie gemacht habe. Oh, puh. Und zwar Gewürze anrösten, ohne Öl, in diesem Topf hier. 8 Minuten unter häufigem Rühren. Also... Ja, und die Zwiebel sollte übrigens ungeschält da rein. Steht so im Rezept. Dann machen wir das auch mal so. Okay, mit einer Hand kocht es halt echt schlecht, gell? So, der Salat ist jetzt geschnitten und jetzt kommt dieses Thai-Chili-Soße, die haben wir gerade gekauft. Kommt noch so ein bisschen dazu, mal schauen, wie viel man da braucht. Und so sieht das Ergebnis da drüben aus. Also alles so ein bisschen angekokelt. Genau. Soll aber so sein anscheinend. Und ja, jetzt kommt hier diese Miso-Brühe da rein. Unser Restaurant hat geöffnet. Wow, das sieht so geil aus, hey. Also das ist die vegane Fond. Da ist auch noch so ein bisschen Tofu drin, Pilze, Zwiebeln, Sprossen. Pak Choi. Und das ist der Mangosalat und der Spinat. Und dann haben wir hier noch Hoisin-Soße oder sowas. Mein Schatz! Bon Appetit! Ich freue mich richtig jetzt. Ja, ich mich auch. Ich suche mein Handy, ich will ein Foto machen. Hast du das gesehen? Nö, weiß nicht. Ah doch, guck mal, auf der Kaffeemaschine oben drauf. Ja, kann ich. Wie war's essen? Es war galaktisch, es war echt so geil. Gut. Ich bin so satt und ich dachte niemals, dass es uns reicht. Und ich habe mich komplett übergessen. Übergessen klingt echt schlecht. Übergessen. An dieser Stelle werden wir jetzt auch den Vlog beenden, denn der muss jetzt noch geschnitten werden. Beziehungsweise kopiert. Ja doch, eigentlich auch geschnitten werden, weil er kommt ja morgen dann um 11 online. Genau. Also ja, ihr könnt euch freuen.
Wir hoffen, also jetzt könnt ihr euch nicht mehr freuen, weil jetzt ist ja schon vorbei. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Stimmt. Oh Gott, ich bin echt platt heute irgendwie. Wir sehen uns morgen schon wieder, am Montag, zu einem neuen Vlog. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Sonntag. Schönen Tag, Mittag, Abend. Ach. Ja, und bis dann. Wir bis freuen dann. Uns, wenn ihr kommentiert oder sowas. Irgendwie. Ja. Schreibt mal, wie es euch gefallen hat. Oder wie es euch geht. Oder irgendwas. Tschüss. Tschüss. Also eigentlich nimmt man für diesen Spinat frischen... Also eigentlich nimmt man für diesen Salat... Ich kann mich nicht mehr konzentrieren heute.